in der U17 hat die Prüfung von Royal, glaube ich, einen ganz tollen Erfolg gekriegt. Es ist sehr außergewöhnlich, dass die Jungs Zweiter geworden sind. Auch Hoffmann haben wir mal hinter uns lassen, das ist auch mal ein bisschen eine Überraschung, aber was Besonderes. Und dann, das I-Tüpfelchen, denke ich, ist die teure Kanone. Und ist so 23 Kisten gemacht. So viel habe ich in meiner ganzen Karriere nicht gemacht. Und ich sage alle Achtung und die ganze Spielvereinigung ist sehr stolz auf dich, hast du auch verdient. Und wir wünschen dir auch dann für die Europameisterschaft in Israel alles Gute und Hut ab und genießt den Moment. Dankeschön. Sehr außergewöhnlich. War unglaublich. Mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und mit sehr viel Demut. Und das kann man von, oder muss man von zwei Ebenen betrachten. Einmal von der sportlichen Seite, wo er natürlich in dem Jahr Außergewöhnliches für unsere Mannschaft, aber auch für den Verein geleistet hat. Man hat dann am Tagesende 23 Tore in der U17 gemacht und zum krönenden Abschluss dann noch eins in der U19 am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. Der Wert, den er sportlich hatte für die Mannschaft, war unglaublich hoch. Nicht nur als Torschütze, sondern hat er auch wahnsinnig viele Assists gegeben, die uns dann über den Laufe der Saison extrem geholfen haben, dann auch die Punkte zu holen und am Tagesende auf Platz 2 zu stehen. Und das andere ist natürlich seine menschliche Seite, wo er absolut ein Spieler ist, dem Gewinnen sehr, sehr wichtig ist und wo er auch immer alles in die Waagschale schmeißt, aber gepaart und gekoppelt mit einer extremen Zurückhaltung und mit sehr viel, ja, wir sagen in Haching immer Demut, mit sehr viel Demut, weil der Maurice ist kein Mensch, der viel Licht braucht. Der fühlt sich im Licht teilweise sogar unwohl. Er möchte auf der anderen Seite aber trotzdem Spiele gewinnen und für seine Mannschaft das Bestmöglichste rausholen. Und ich finde diese Mischung sehr, sehr spannend, weil ganz oft erlebt man ja im deutschen Fußball, dass diese außergewöhnlichen Top-Talente extrem viel Licht brauchen, auch mal nicht ganz so pflegeleicht sind. Und da, glaube ich, ist es, was das Sportliche anbelangt, mit Sicherheit Parallelen zu ziehen zum Karim Adeyemi. Aber von der menschlichen Seite und vom Herangehen, wie der Maurice das angeht, glaube ich, sind der Karim und er zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich sag mal, Maurice ist natürlich jetzt nochmal das zweite Paradebeispiel vom Hachinger Weg. Oft Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, Adeyemi, der Karim war ja nicht zu verhindern, es war vielleicht der Glückstreffer von euch, aber so langsam schaut man hin nach Haching, wo man einfach sagt, da kommen die nächsten Top-Talente nach. Und bei Maurice ist es natürlich sehr außergewöhnlich, dass er als Mittelfeldspieler, ich habe gesagt, das ist der zweite Reus für mich, der in die Spitze reingeht, dann auch 23 Kisten macht und vor allem, was bemerkenswert war, der hat er vom letzten Spiel parallel mit dem Stürmer aus Nürnberg 22 gehabt und ich habe schon gemerkt, der will unbedingt das 23. machen bei der Stuttgarter GS, hat er dann gemacht und dann ging es ja weiter, nochmal das Siegtor gegen Hoffenheim, das war die Krönung auf die Story momentan von Maurice. Der Marc hat es ja schon beschrieben, sehr, sehr ein bisschen introvertiert, sehr, sehr ruhig, nie in den Vordergrund sich stellend und hat jetzt mittlerweile erklärt, dass neben dem Fußball noch dazugehört, dass man in der Schule das alles macht, auch ernährungstechnisch, athletisch aufgeholt. Und ich sage einmal so, der hat das Lunte gerochen. Ne? Der will der zweite Karim werden bei uns. Und da geht mir das Herz natürlich auf, weil der Weg ein bisschen gleich war vom FC Bayern dann zu uns. Der Maurice geht ins sechste Jahr jetzt. Also kann man schon sagen, dass wir oder insbesondere der Marc, der ja die Karriere von Karim oder auch von Maurice jetzt am meisten sportlich begleitet hat, zusammen mit den Trainern im NLZ.
Und der Maurice steht jetzt an der Schwelle. Was ist der nächste richtige Schritt? Jetzt kommt die Europameisterschaft einmal. Das ist natürlich auch für Haching, ich meine, einmal ein Länderspiel im Lehrgang dabei. Sie haben in der Vergangenheit oft gehabt. Aber jetzt auch, sagen wir mal, bei den Top 20 in einem Jahrgang, der außergewöhnlich ist in Deutschland. Man möchte sich glauben, dass der deutsche Fußball mal einen außergewöhnlichen Jahrgang hat. Aber der 2-5er ist es. Und der Maurice ist da mit dabei. Da geht das Herz auf. Ich habe mir jetzt die Nominierungsliste angeschaut. Bundesligisten. Das Gallische Dorf mit dabei, hat sie aber auch verdient, nicht umsonst kommt er die Nominierung und steht jetzt ein bisschen an der Schwelle. Und da wird eine ganz interessante Geschichte, was der Karim ist ja dann mit 16 nach Liefering gegangen, um den Erwachsenenfußball auch spüren zu dürfen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Schauen wir mal, wo der Maurice Weg hingeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da Parallelwege aufzeigen kann und dass Haching mit dem Erwachsenenfußball nächstes Jahr bei der ersten auch nicht uninteressant ist. Aber das ist jetzt einmal, sagen wir mal, der zweite Schritt. Der erste ist jetzt einmal, Maurice einmal auch die Anerkennung zu geben, was er geleistet hat. Natürlich funktioniert es nur mit einer intakten Mannschaft. Ich meine, die U17 auf dem zweiten Tabellenplatz, das ist natürlich schon ein Highlight für Haching, wenn du dir die Tabelle anschaust. Ich habe zum Marc einmal vor der Saison gesagt, jetzt war einmal recht, wenn wir mal um deutsche Meisterschaft spielen dann. Hätte fast hingehaut, nicht ganz, aber das kann für uns auch nicht das Hauptthema sein, sondern gestern im Training bei der ersten waren 5 oder 6 2-5er Jahrgänge dabei und das ist natürlich das, was wir sehen wollen. Und dass es immer außergewöhnliche Talente gibt mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das war beim Karim die Schnelligkeit, der Tortraum. Maurice, der antizipiert wahnsinnig gut und geht halt immer in die Schnittstelle rein. Und ich glaube, da ist auch der Weg nach oben offen. Ich denke, auch beim Maurice ist wichtig, nicht den dritten vor den zweiten Schritt zu machen. War beim Karim dann auch nicht England gleich, sondern über Liefering Salzburg, vielleicht jetzt in die deutsche Bundesliga. Und bei Maurice, glaube ich, ist der Weg irgendwie vorgezeichnet, wenn man jetzt keine großen Fehler macht. Aber so wie ich die Familie und der Maurice kennengelernt habe, sind die alle völlig mit Bodenhaftung ausgestattet. Und, ein super Hachinger Beispiel, nach dem Karim den Hachinger Weg beschreiten zu können und nicht gleich immer nach der ganz großen Nummer zu greifen. Von daher fühle ich mich gerade sehr, sehr wohl, was hier passiert. Ich glaube, jetzt ist der erste Spieler, der aus Haching beim großen Turnier auch noch in Unterhaching spielt, beim großen Turnier mit dabei ist, weil es in der Vergangenheit ja schon auch so war, dass sich da der deutsche Nachwuchs dann das ein oder andere Mal nicht für große Turniere qualifiziert hat. Dementsprechend, der Manni hat es ja vorhin kurz schon mal angedeutet, ist der 2005er, was die Qualität anbelangt, ein sehr, sehr außergewöhnlicher Jahrgang. Deswegen für mich auch sehr wenig überraschend, dass sie dann die Qualifikationsrunden so souverän bestanden haben, so wie sie es gemacht haben. Und dass er jetzt da eben aus dem Jahrgang mit dabei ist und zu einem großen Turnier fahren darf und sich auf der absolut höchsten Ebene, die du im Moment spielen kannst, zeigen darf, ist, ja, ich gönne es ihm extrem, ist für uns unglaublich schön. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da einiges passieren kann, was den DFB anbelangt, dass die Chancen haben, extrem weit zu kommen. Haben wir jetzt dann auch zwei Halbfinalpartien gesehen, VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Aus den beiden Mannschaften, glaube ich, sind insgesamt 7 Spieler dabei. Dazu Grattenmacher, dazu noch die ein oder anderen Talente von den anderen NLZs. Und ich glaube, man muss sagen, dass der Marc Meister da einen sehr, sehr ausgeglichenen, einen sehr, sehr guten Kader zusammengestellt hat. Ich sehe da 2 Keeper, einmal mit Goller und einmal mit Simon, extrem gut aufgestellt. Die haben hinten Abwehrspieler, wo du sagen musst, das ist richtig gut. Und die haben vorne offensive Qualität mit Grattenmacher, mit Paul Wanner, mit Ibrahimovic, mit Laurin Ulrich von Stuttgart, mit Tom Bischoff von Hoffenheim, mit Cenan Pečinović, der auch eine gute Runde gespielt hat in der U17-Bundesliga. Also ich glaube, sie können auf jeder Position extrem nachlegen, haben auf jeder Position extrem Qualität und wünsche da einfach Maurice persönlich viel Erfolg. Ja, und da wünsche ich natürlich am Marc Meister, am Mario Himsel und dem gesamten Trainerteam und Staff wahnsinnig viel Erfolg in Israel, dass sie sich ihre gesteckten Ziele, die sie haben, dann auch am Tagesende erreichen und
vielleicht dann auch mal wieder ein Ausrufezeichen für den deutschen Fußball im Nachwuchs setzen können. Dafür viel Erfolg und alles Gute in Israel. Ich habe die Eltern von Karim letztes Mal gesagt, zu Sandra oder zum Epi, hätte sie nicht nur einen zweiten, dritten Karim, muss er nicht gleich heißen, in die Welt setzen können, dann würde man uns leichter tun im Verein, auch wirtschaftlich. Und das wurde aber verneint, also da müssen wir mit einem Karim klarkommen. Bei Grattenhaus ist es so, dass der Maurice definitiv jetzt da den nächsten Schritt macht, aber da kommt der zweite Grattenmacher nach, der Wesley, 2008er Jahrgang. Und da glaube ich schon, dass auch dort das Gen drin ist. Ich weiß nicht, ob es das vom Vater, von der Mama oder von wem auch immer, vom Fußballgott. Da kommt wirklich was nach. Und der Wesley, glaube ich, hat mindestens dieselbe Voraussetzung, dasselbe Talent, dieselbe Gabe wie der Maurice. Und ich kann nur aufrufen ins Oberland und in die ganze Umfeld von München, dass solche Talente bitte in die Welt zu setzen sind, aber dann auch in Haching Fußball spielen müssen, einen Vertrag unterschreiben, dass wir verkaufen können. Gell? Dann sind alle zufrieden. Und abschließend, Maurice, in Israel, deiner Mannschaft und dir alles Gute, viel Erfolg und Glück dort. Und ich hoffe, dass du uns aber der Zweifel nicht dran, den Verein sportlich, aber auch charakterlich von der Demut und der Bodenständigkeit her sehr, sehr gut vertrittst, weil in Israel haben wir bisher noch keine Schneisen geschlagen. Maurice, alles Gute. Und wenn der Präsident der Budget freigibt, Maurice, dann darf ich sogar im Flieger steigen und darf mir die Vorrundenspiele anschauen. Das verhandelt man.